Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Ich bin der Oliver und heute zeige ich euch mal, wie man ganz schnell einen Reißverschluss in Photoshop bauen kann. Dazu habe ich mir einen kleinen Ablauf ausgedacht. Ich habe jetzt hier eine Datei in Full HD, 1920x1080 Pixel. Und ja, ich werde jetzt erstmal so eine Art Pinselspitze generieren, mit dem ich dann einen Reißverschluss malen kann oder ja, mir aufziehen kann. Dazu nehme ich mein Formwerkzeug mit U, und zwar das eigene Formwerkzeug. Und jetzt habe ich hier oben unter Form jede Menge Auswahl. Und falls das bei euch ein bisschen anders aussieht, geht ihr einfach hier auf das Zahnrad, wählt alle aus und dann OK. Und dann werden also alle so dargestellt, wie es bei mir ist. Und hier ziemlich in der Mitte kommt dann dieser Buntstift, den wähle ich aus. Und mit gedrückter Shift-Taste kann ich jetzt diesen Buntstift hier aufziehen, ruhig ein bisschen größer. Ja, jetzt transformiere ich den mit STRG und T. Und kann jetzt mit gedrückter Shift-Taste das Ganze um 45 Grad drehen. Das rastet schön ein. Bestätige das hier oben mit dem Häkchen. Und jetzt habe ich hier so eine Vektorform, aus der ich jetzt so ein Reißverschlussglied bastel. Ja, ich raste das Ganze mal einfach. Und mit M hole ich jetzt mein Auswahlwerkzeug. Werde das hier mal ein bisschen aufziehen. Mit Entfernen löschen. Und jetzt habe ich das linke Glied von diesem Reißverschluss. Bevor ich es gleich verdopple, werde ich es erstmal ein bisschen weich zeichnen. Minimal aber nur, und zwar mit dem Gaußschen Weichzeichner, Weichzeichnungsfilter, Gaußscher Weichzeichner, und zwar 0,3 Pixel reicht voll und ganz, oder vielleicht noch 0,2, dass ich nur die Kanten minimal abgesoftet habe. Und jetzt mit STRG und J kann ich die duplizieren. Mit STRG und T transformiere ich das horizontal, hole das mal hier rüber, bestätige das, und jetzt habe ich diese zwei Reißverschlussglieder. Mit V hole ich das mal hier so rüber. Lass ruhig diesen Abstand hier etwas größer, vielleicht so. Und jetzt habe ich also auch schon die Möglichkeit, daraus eine Pinselspitze zu bauen, indem ich jetzt mit M nochmal eine Auswahl hier auflege. Und zwar ziemlich an die Kante ran. Und damit das Ganze nochmal neu. So, jetzt habe ich meine intelligenten Hilfslinien hier alle vier. Und damit ich jetzt einen gleichmäßigen Abstand habe, wähle ich nochmal Auswahl transformieren. Ziehe an der Ecke hier mit gleichzeitig gedrückter Shift- und Alt-Taste und kann jetzt hier einen gleichmäßigen Abstand einrichten, der also zumindest oben und unten gleichmäßig sein sollte. Ja, und jetzt kann ich aus dieser Auswahl heraus eine Pinselspitze definieren, indem ich auf Bearbeiten gehe, Pinselvorgabe festlegen. Den nenne ich mal kurz und prägnant Zipper. Und jetzt habe ich auch hier schon meine Pinselspitze, mit der ich schon malen kann. Dazu muss ich erstmal STRG und D die Auswahl aufheben und kann jetzt hier auf der Leinwand malen. Und jetzt richte ich mir die Pinselspitze noch ein bisschen ein. Gehe mal auf Pinselform und werde das Ganze drehen um 90 Grad. Mit gedrückter Shift-Taste zum Beispiel, haben wir schon gelernt. Und dann kann ich den Abstand noch korrigieren. Gehe bei Formeigenschaften, Winkelgitter auf Richtung. Das war's schon. Und jetzt kann ich also hier meinen Reißverschluss lang malen. Ein bisschen kleiner vielleicht. Oder auch die runde Variation, indem ich mit P einen Pfad aufziehe, einmal und zweimal. Jetzt nehme ich mit B den Pinsel, drücke die Enter-Taste und dann habe ich hier also auch mein Reißverschlussmuster. Das war mein Video für heute. Danke fürs Zuschauen und tschüss, bis zum nächsten Video.